Hallo und willkommen zum Mila Beach Report hier in Lausanne beim CV-Turnier. Nehme ich den die Deutschen Finn und Phil. Männer, ihr habt gerade gegen ein Schweizer Team gespielt, Sutter Sutter. 3-0, klar und deutlich. Finn, erzähl mal was zum ersten Satz. Wie aus deiner Sicht jetzt, wie hast du den gesehen? Also der erste Satz ist natürlich immer schwierig, in so einem CEV-Turnier hier reinzukommen, weil Druck ist natürlich hoch, man ist hier an 3 gesetzt, spielt gegen 14 oder 15 oder so. Und da ist natürlich immer ein bisschen mehr Spannung bei, als es wahrscheinlich im nächsten Spiel schon ist. Und dementsprechend war das halt unsere Hauptaufgabe, dass wir gucken, uns da reinzuarbeiten. Hat gut geklappt, haben uns schnell einen Vorsprung erarbeitet und haben hier den Souverän gewonnen. Phil, der zweite Satz, kam die Schweizer noch mal ein bisschen ran. Wie habt ihr sie jetzt im zweiten Satz unter Druck gesetzt? Wie war das Konzept gegen die beiden? Ja, wir hatten von Anfang an eigentlich das Ziel, mit dem Aufschlag viel Druck zu machen und vor allen Dingen daran zu arbeiten, auch für die nächsten Spiele dann perspektivisch daran zu arbeiten, genauso unseren Spielaufbau dann wieder besser unter Kontrolle zu bringen. Das war ja im ersten Satz eigentlich ganz gut und im zweiten haben wir ein, zwei Punkte da liegen lassen, haben dann gesagt, wir konzentrieren uns wieder darauf und haben so eigentlich dann auch wieder ins Spiel zurückgefunden, nachdem wir ein bisschen hinten lagen, glaube ich. Finn, der dritte Satz auch gewonnen, bisschen knapper, der Schlüssel zum Sieg jetzt, dritter Satz, abschließender Satz. Dritter Satz ist wieder super gestartet. Ich glaube, wir waren, 12-9 vorne. Dann haben die, Philipp hat seine Zeit auch super gehalten, da war gar kein Problem, haben die dann auf mich gewechselt. Wir hatten so ein paar Abstimmungsprobleme dann kurz, die haben sich wieder ranarbeitet auf 12-12 und danach sind wir wieder durchmarschiert. Okay, was sagt ihr zur Location? Wieder in der Innenstadt Lausanne, einer der ältesten Turniere? Ja, super schön. Also es ist direkt hier am Hafen aufgebaut, man sieht die Segelschiffe, man kann auf den Genfer See gucken. Dann auch die Innenstadt sieht ja wirklich richtig schön aus. Also viel schönere Orte wird man wahrscheinlich in Europa gar nicht finden. Finn und Phil, eigentlich kennt man euch, also Finn, dich kennt man eigentlich mit Erik und Phil, dich kennt man mit Malte. Wieso diese Konstellation jetzt? Parallel zu diesem Turnier ist auch die Bundeswehr Weltmeisterschaft im Beachvolleyball und dafür hat sich zunächst Erik und ich qualifiziert, aber dann haben wir uns besprochen, dass ich gerne hier in Lausanne spielen möchte. Und daraufhin hat sich Malte, der Partner von Philipp, bereit erklärt, meinen Platz dann zu übernehmen. Und ich habe dann gesagt, gut, dann spiele ich mit Philipp oder Philipp und ich wollten dann auch das Turnier spielen und so hat sich das hier ergeben. Okay, Phil, wie kommst du klar mit so einem schnellen Partnerwechsel? Ja, für mich ist es gar nicht so schwierig, weil ich ja aufgrund meiner Daumenverletzung ja länger ausgefallen bin, deshalb ja, war es jetzt eigentlich für mich eher ein allgemeines Reinkommen in Turniere, Spielen, Training, Abstimmung finden. Von daher ist es, mir fällt es gar nicht so schwer, ist ganz gut. Kennt ihr schon euren nächsten Gegner? Kennst du dich? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Okay, dann bedanke ich mich fürs Interview und viel Erfolg für die nächsten Spiele. Tschüss.